In diesem Video sage ich dir 6 Dinge, die du beim Date auf keinen Fall anziehen solltest und was du anziehen kannst, damit dein Gegenüber dich unbedingt wiedersehen möchte. Du kennst den Spruch, Kleider machen Leute, und so ist es auch. Die Kleidung hat einen Einfluss auf dein Gegenüber und ich möchte nicht, dass du beim ersten Date einen schlechten oder negativen Eindruck hinterlässt. Aber was mir noch viel wichtiger ist, dass der Mann dich nicht direkt in die Friendzone schiebt oder dich lediglich als Spaßobjekt sieht. Du hast dir jemanden verdient, der es ernst mit dir meint und du kannst das mit deiner Kleidung, diesem Wunsch einer festen Beziehung, unterstreichen. Ich habe hier die schlimmsten Outfits und Kleidungsstücke mitgebracht, die ich bereits an Frauen gesehen habe, die beim ersten Date getragen wurden. Du kannst überprüfen, ob auch du einige dieser Kleidungsstücke getragen hast und was du stattdessen in Zukunft anziehen kannst. Ich möchte hier betonen, dass keiner dieser Kleidungsstücke aus deinem Schrank verschwinden soll, lediglich was du für die ersten paar Dates vermeiden solltest. Bevor wir aber mit dem ersten Kleidungsstück anfangen, möchte ich dir 3 wertvolle Vorab-Tipps geben. Erstens, bitte achte darauf, dass deine Kleidung sauber, gebügelt und auch unbeschädigt ist. Es ist ein No-Go, Sachen zu tragen, die zerfleddert, schmutzig, muffig riechen oder zerknittert sind. Bitte achte auf den Zustand deiner Kleidung vor jedem Date. Zweitens, manchmal fehlt einem die Zeit zum Bügeln, deswegen such dir die Kleidung nicht auf dem letzten Drück heraus, sondern kalkuliere ein, dass du die Kleidung gegebenenfalls noch waschen oder bügeln musst. Am besten überlegst du dir einen Tag vorher, was du anziehen könntest, oder hast dein Dating-Outfit bereits im Kopf und parat. Drittens, achte darauf, dass das Material deiner Kleidung hochwertig ist. Insbesondere Frauenkleidung ist häufig aus synthetischen Stoffen gefertigt. Viskose knittert schnell und läuft beim Waschen schnell ein. Blusen und Kleider aus Polyester oder Polyamid entwickeln schnell unangenehme Gerüche und das ist ein bisschen peinlich beim Date. Trage lieber Stoffe, bei denen du weißt, dass du diese gut verträgst. Baumwolle zum Beispiel ist immer ein guter Stoff, da kann man nicht viel falsch machen, hat man häufig auch im Schrank, ist wirklich saugfähig, atmungsaktiv. Und damit kannst du dann wirklich beim Date erstmal nichts falsch machen. So, dann starten wir jetzt mit dem ersten Outfit bzw. Kleidungsstück, was ich dir wirklich nicht empfehlen würde. Bitte trage bei den ersten Dates nicht zu hohe High Heels. Das Problem bei zu hohen High Heels ist vielfältig. Einmal bist du damit wirklich nicht mehr so spontan und kannst nicht nach dem Essen noch eine kleine Runde spazieren gehen. Und zusätzlich ist es leider so, dass die wenigsten Frauen wirklich mit hohen High Heels sexy laufen können. Das Ganze sieht dann eher unbeholfen aus, als würdest du nicht genau wissen, wie du dich auf deinen eigenen Beinen halten kannst. Des Weiteren sehen die hohen Absätze oft einfach billig aus und du möchtest ja nicht die falschen Signale senden. Es gibt übrigens noch weitere Schuhe, die nicht wirklich beliebt bei Männern sind, und zwar zum einen die Ballerinas. Schreib mal gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Ballerinas bei Männern so gesammelt hast, und zum anderen weiße Stiefel, da diese auch definitiv die falschen Signale senden, vor allem wenn diese hohe Absätze oder Overknee dann auch noch sind. Ich weiß, der erste Eindruck ist entscheidend und du möchtest einen guten Eindruck machen und attraktiv wirken, da die meisten Männer Frauen ja in High Heels attraktiv finden. Jedoch sollte man bei der Absatzhöhe wirklich nicht übertreiben. Auch schöne Sandaletten, stylische Peep-Toe-Mules oder angesagte Kitten-Heels machen optisch was her und sind zugleich stilvoll. Wähle am besten ein paar aus, indem du dich wohlfühlst und gut laufen kannst. Natürlich gehen auch immer coole Sneaker, Loafer oder Slipper. Das ist auch vollkommen okay. Kommen wir zum nächsten wichtigen Kleidungsstück, was nicht wirklich vorteilhaft wirkt. Bitte lasse die XXL Winterkleidung im Schrank. Ich weiß, dass es Winter sein kann und kalt ist und man sich gut wärmen möchte, aber bei manchen Maxi-Schals und Maxi-Daunenmäntel sieht man die Person nicht mehr. Die ein oder andere Frau sieht mit ihrem Maxi-Mantel eher aus wie eine wandelnde Decke oder ein Michelin-Männchen, vor allem wenn sie eher klein ist, und deine Figur verschwindet natürlich zusätzlich auch noch komplett unter dem Mantel. Zudem kann ein Maxi-Schal wirklich viel von deinem Gesicht wegnehmen und deine Figur zusätzlich verfälschen. Attraktiv und weiblich sieht leider dann anders aus. Auch wenn es kalt ist, kannst du einen normalen Schal tragen und einen Mantel wählen, der höchstens bis zum Knie geht. Damit kann man noch etwas von deiner Figur sehen, vielleicht auch ein bisschen detailliert, ne? Also ein bisschen an der Taille, ein bisschen schmaler. Schöne Parka gehen natürlich auch immer. Im Optimalfall kannst du dein erstes Date auch in einem Café oder Restaurant haben, damit der Mann dich auch wirklich sehen kann. Mehr wichtige Tipps zum ersten Date habe ich übrigens in einem anderen Video für dich zusammengefasst. Den Videovorschlag gebe ich dir dann am Ende dieses Videos.
Kommen wir zum dritten Punkt, den wirklich alle Frauen eigentlich wissen und trotzdem immer wieder machen, und zwar die freizügigen Teilchen anziehen. Bitte nicht zu freizügige Kleidungsstücke anziehen, wie tiefe Ausschnitte, Miniröcke, knappe Shorts, Spaghetti-Träger, bauchfreie Tops oder tiefe Cutouts in deinen Outfits. Das ist ein No-Go. Diese Kleidungsstücke sind scheinbar prädestiniert dafür, beim ersten Date attraktiv auf sein Gegenüber zu wirken. Jedoch senden diese freizügigen Teilchen leider oft falsche Signale. Gerade in der Kombination ist das ein absolutes No-Go. Der Mann kann dich dann ganz schnell in die Schublade, die will nur Spaß schieben, und da möchtest du ja nicht landen. Ein tiefes Dekolleté hinterlässt natürlich einen bleibenden Eindruck, doch willst du nicht mit etwas anderen Erinnerung bleiben als mit deinem tiefen Ausschnitt? Ich denke schon. Natürlich darfst du beim ersten Date mit deinen Reizen spielen, nur jedoch solltest du ja wirklich da Klasse bewahren. Also präsentiere dich lieber nicht zu freizügig, versuche es statt mit einem Minirock mit einem mittellangen Rock, vielleicht sogar mit Strumpfhose, je nachdem, und wähle statt dem tiefen Ausschnitt lieber einen vorteilhaften Rundhalsausschnitt. Das wirkt einfach viel eleganter. So wirkst du attraktiv, ohne dass das Outfit von deiner Persönlichkeit ablenkt. Du kannst auch einen Blusenknopf öffnen, kannst auch eine schöne Jeans kombinieren mit einer Bluse mit einem leichten V-Ausschnitt. Kleider, die bis zum Knie gehen, sind natürlich auch immer möglich. Auf zum nächsten Hinweis, den du bei deiner Kleiderwahl beachten solltest. Bitte keine Trainingskleidung wie enge Leggings, Crop Tops oder Jogginghosen beim Date tragen. Klar, Leggings sind ultra bequem und lassen reichlich Platz, ohne zu zwicken, wenn wir mal Desserts verputzen. Aber du bist nicht im Gym und willst auch keinen Kumpel finden, mit dem du die nächsten Wochen zum Sport kannst, sondern einen Mann, der eine ernsthafte Beziehung mit dir eingehen möchte. Leggings beim Date wirken leider immer so, als hättest du dir nicht wirklich überlegt, was du anziehen konntest, und auch immer so, als wärst du gerade auf dem Sprung. Wenn du eher der lässige oder sportliche Typ bist, musst du jetzt nicht anfangen, Kleider zu tragen. Natürlich sollst du dich wohlfühlen und deinen gewohnten Stil treu bleiben. Bestenfalls sollte dein Auftritt deine Persönlichkeit unterstreichen und dich nicht verkleidet wirken lassen, damit dein Gegenüber natürlich auch ein authentisches Bild von dir bekommt. Daher kannst du statt der Leggings oder der wirklichen Sportkleidung ein komfortables Outfit wählen, wie eine Jeans mit einem eng anliegenden T-Shirt oder Sneakern. Wenn es kalt ist, gerne das T-Shirt durch ein Pullover austauschen. Wenn du gerne mal etwas Schickeres trägst, aber es gemütlich magst, dann wähle doch einfach ein weitgeschnittenes Maxi-Kleid oder eine stilvolle Marlene-Hose oder einen lockeren Jumpsuit. Auf zum nächsten Hinweis, den du bei deiner Kleiderwahl beachten kannst. Bitte keine labbrige Kleidung bei deinen ersten Dates tragen. Ich weiß, wie gemütlich Blusen, Jeans und T-Shirts in XXL sein können, vor allen Dingen im Sommer. Ich besitze selber einige dieser Teile im Schrank, aber bitte spare dir diese Teile besser für eine Freizeitaktivität deiner Wahl auf. Maskuline Trendteile, so stylisch sie auch im Modemagazin sein mögen, wirken eben, wie der Name schon sagt, maskulin und nicht weiblich und attraktiv auf den Mann. Latzhosen, Boyfriend-Jeans oder Oversize-Hemden solltest du beim Date daher lieber bei deiner männlichen Begleitung lassen. Oder willst du vielleicht im Partnerlook entscheiden? Ich denke vielleicht eher nicht. Denk daran, du hast ein Date und kannst endlich mal deine schönsten Sommerkleider, deinen stylischen Jumpsuit oder deinen Lieblingsrock anziehen. Wichtiger Tipp noch, viele wollen besonders stylisch wirken und machen den Fehler, etwas Trendiges zu wählen. Leider ist der Trend nicht immer praktisch für das erste Date. Oversize-Mode, Schlaghosen und kompliziert geschnürte Oberteile mögen vielleicht der modische Renner der Saison sein, sind aber meist nicht besonders bequem oder weiblich. Achte bitte darauf, dass du dich wohlfühlst und dich auch ja wirklich von deiner besten Seite zeigen kannst. Übrigens, falls dir dieses Video gut gefällt, dann kannst du mich das gerne mit einem Daumen hoch wissen lassen. Und wenn du jeden Sonntag um 20 Uhr ein neues Video sehen möchtest, in dem du lernst, wie du auch als Single endlich deinen Partner fürs Leben findest und eine glückliche Beziehung führst, dann solltest du unbedingt auch meinen Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ich helfe als Single- und Beziehungscoach schon seit Jahren Frauen, ihren Traumpartner zu finden und eine glückliche Beziehung zu führen. Und ich freue mich auch, dir dabei zu helfen. Kommen wir jetzt zum letzten wichtigen Hinweis, damit du die richtige Kleiderwahl triffst. Bitte nicht komplett pink oder signalrot anziehen. Wenn du komplett im Pink auftauchst, schiebt der Mann dich eher in die Schublade, nicht ganz erwachsen. Männer haben direkt ein Bild im Kopf, wie du in deinem rosa Zimmer Liebesschnulzen anschaust und mit deinem Stofftier kuschelst. Kein guter Eindruck für das erste Date. Rot ist nicht nur die Farbe der Liebe, sondern wirkt erwiesenermaßen besonders reizend auf Männer.
Das lässt sich auf die Biologie zurückführen. Ne? Männer halten Frauen für besonders fruchtbar, wenn sie rot tragen. Problem ist nur, dass Signal rot häufig nicht vielen steht. Man manchmal eher wirkt, als hätte man Weihnachten vor der Tür. Oder man löst zu viele Reize beim Mann aus, wenn man das rote Kleid und die roten Lippen beim ersten Date trägt. Der Mann denkt dann schnell an Sex, ja, und nicht an eine Beziehung. Daher empfehle ich dir, Pink höchstens in einem Accessoire zu tragen, wenn du ja wirklich nicht auf diese Farbe verzichten kannst. Wenn du darauf verzichten kannst, dann lass sie einfach mal weg und wähle stattdessen einen schönen Rotton. Du kannst Farbakzente oder Kleidungsstücke in einen dezenten Rotton, also dezenteren Rotton zumindest als Signalrot wählen, zum Beispiel Weinrot, Bordeauxrot, Burgunderrot. Das sind wirklich schöne Rottöne. Du kannst diese Rottöne auch durch Accessoires einbinden lassen oder durch roten Lippenstift, ne? So wie ich jetzt heute trage, Schmuck oder ein elegantes Tuch, um dezent, aber wirkungsvoll die Farbe der Liebe im Outfit fürs erste Date zu integrieren. Je nach Jahreszeit funktionieren natürlich auch andere unterschiedliche Farben der Saison super. Im Herbst und Winter wirken Farben wie Burgunderrot, Tannengrün, Ockergelb und Schokobraun besonders gut. Im Frühling sind dann immer so die Pastelltöne angesagt, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Und im Sommer dürfen es dann immer richtig kräftige Farben sein, so wie so ein Royalblau. Hier noch ein wichtiger Tipp. Zu jedem Hauttypen passen unterschiedliche Farben. Recherchiere daher, welche Farben mit deinem Hauttypen am besten matchen. Du weißt nun ganz genau, welche Kleidungsstücke du beim Date nicht tragen solltest und was du stattdessen anziehen kannst, damit dein Date dich als attraktiv ansieht, aber auch für etwas Ernstes in Betracht zieht. Wenn du dir jetzt trotzdem noch mit deinem Outfit unsicher bist oder du andere Fragen zum Thema Dating hast, dann kannst du gerne einfach unter diesem Video kommentieren oder wenn dir das hier zu öffentlich ist, darfst du jederzeit eine private Nachricht auf Instagram schreiben. Dann schaue ich, wie ich dir helfen kann. Wenn du jetzt noch wissen willst, welche Dinge du beim Date niemals machen solltest, um sicherer in dein Date zu gehen, dann klicke jetzt hier. Und wenn du wissen möchtest, wieso Dauersingles es so schwer haben und wie sie es schaffen können, eine Beziehung zu gelangen, dann klicke jetzt gerne hier. Danke und bis zum nächsten Video, deine Simone.